liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem traditionellen Video, was wir am Ende des Jahres für euch drehen. Und ihr wundert euch vielleicht, warum wir jetzt gerade vor dem Bildschirm alle gefilmt werden. Das wird sich gleich erklären. Und jetzt werde ich jemanden überraschen. Ich werde Inga überraschen im Kulturwandel-Team und mal schauen, ob ich sie erreiche. Hallo Inga, grüß dich. Du hast Svenja erwartet, ne? Ja. Genau. Und dann haben wir gedacht, so, mogeln wir uns mal rein. Wir drehen gerade unser Weihnachtsvideo und mir war das super wichtig, euch und stellvertretend dir, liebe Inga, im Kulturwandel-Team ein herzliches Dankeschön zuzurufen. Vielen Dank, die Überraschung ist dir geglückt. Ich hatte eben noch meinen Bademantel an. So, ich rufe jetzt bei dem Team Area Coordination von der Hermes Germany an. Das wird ein Spaß. Zur Brücken- und Corona-Situation gibt es auch nichts Neues. Tobias, darf ich dich mal kurz unterbrechen? Ja. Um heute mal euren Call kurz zu crashen und mal Danke zu sagen an euch für das, was ihr hier arbeitstäglich leistet. Sehr gerne. Dankeschön. Kai, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Die geht nicht ran. Die macht was Ernsthaftes vielleicht auch. Hallo, Ronja. Hallo. Guck mich nicht so entsetzt an. Wollte eigentlich nur dich ein bisschen auf Weihnachten einstimmen. Ja, sehr gerne. Du bist im Büro, oder? Ja, ich bin im Büro. Ja, vielleicht kommt da ja auch noch irgendjemand persönlich vorbei. Guck mal hinter dich. Gottes Willen. Wir wissen das super zu wertschätzen, was ihr macht. Und das wollen wir einfach hier mit ausdrücken. Aber es ist ja auch schön, dass man sich mal in 3D sieht. Ja, und manchmal ist man ja überrascht, wie die Leute dann aussehen. Ich weiß, dass ich größer als Kai aussehe in Teams. I'm the tallest one this time. Ha, wir haben dich gefunden. Hey, ich bin Alexander. Hi, Thierry. Hi. Thierry. Hi. Und ich bin Sergio. Ich bin seit August noch Azubi. Erstmal herzlich willkommen. Danke. Und ein großes Dankeschön. Ihr seid ja die Zukunft. Seid ihr fertig, oder? Okay. Eva, hallo. Hallo Eva, guten Morgen. Hier ist Markus Ackermann. Guten Morgen. Ich bin einer der Vorstände der Otto-Gruppe und der Beiratsvorsitzende von Bauer. Ich wollte mich mal ganz herzlich bedanken für die tolle Arbeit, die ihr dieses Jahr gemacht habt. Ja, das ist eine Überraschung, ja. Sag mal, schaffen wir noch einen Anruf? Kurze Frage, sieht hier noch jemand, dass immer mehr Leute in den Chat reinkommen? Ja, ich wundere mich auch gerade. Guten Morgen, ich wollte mal ein bisschen euer Meeting crashen. Ich wollte halt einfach mal persönlich Danke sagen, ihr rockt da richtig was und ich wollte euch eine schöne Weihnachtszeit wünschen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Schöne Überraschung. Dürfen wir euch kurz stören? Ihr seid live bei der Technophilia. Könnt ihr uns denn sehen, ja? Ne? Ja, guck mal da. Schöne Weihnachten. Ja, schöne Weihnachten. Schöne Weihnachten. Jo, tschüss. Danke. Wir dürfen in die heiligen Hallen rein. Gerne. So, hallo. Moin. Moin. Ihr seid wirklich der Grund, warum die Leute wieder gerne hierher kommen. Ne? Ja, ja. Und die vermissen das so, ja, gemeinsam zu essen. Ne? Und das Feedback bekommen wir auch. Kriegt ihr, ne? Das ist total schön. Ihr leistet da so einen wichtigen Beitrag. Also echt von ganzem Herzen herzlichen Dank. Also ich komme auch noch mal zur Weihnachtsgans. Wie spät ist es eigentlich jetzt in Hongkong? Ist das auch... Oh. Hallo, hallo. What the hell is he doing here? I just wanted to wish you a very happy holiday season as well. Although you know you're celebrating slightly differently than we do, but particularly thank you for all this work you're doing. Very, very much appreciated. Okay. Thank you. I'm also honestly grateful for having the opportunities to work on something that I'm truly passionate about. So, that's so great. Ja, hier ist Kai Schiebur. Ich bin der Otto-Gruppenvorstand. Spreche ich mit Jasmin? Ja, hallo Kai. Jasmin, der Grund, dass ich dich heute anrufe, ist, dass ich Danke sagen möchte und dir eine schöne Festzeit jetzt wünsche, dass du dann auch die Möglichkeit hast, dich zu erholen von dem ganzen Stress, der im Moment stattfindet. Das wünsche ich auch und gesund bleiben und auch ein gutes Weihnachtsfest. Frohes Weihnachten. Hey und herzlich willkommen bei... Meine Tochter hatte ja einen total kreativen Vorschlag für Behind the Scenes, aber den fand ich zu abstrus. Ich sollte meine Otto-Latschen mitbringen, nein, damit über den Flur gehen. Das habe ich jetzt aber nicht gemacht, das fand ich zu krass. Hallo Katja. Hallo Peter. Huch. Huch.
Man hat mir gesteckt, dass du nicht nur in der Firma sehr aktiv bist, sondern auch ehrenamtlich unterwegs bist und dass du Projekte unterstützt in einem Kinderhaus. Es ist wirklich ein absolutes Herzensprojekt. Da versuchen wir halt, uns stark zu machen für. Das finde ich ganz großartig. Aber natürlich finde ich auch großartig, was du sonst machst. Aber das ist natürlich eine total schöne Weihnachtsgeschichte. Nee, jetzt warte mal kurz. Ich muss mir mal eben noch den Börsenkurs von About You checken. Ich wollte euch mal 5 Minuten von der Arbeit abhalten, so kurz vor Weihnachten. Das ist absolut in Ordnung. Stellvertretend für ganz About You, aber auch für eure Themen und eure Teams. Ihr seid ja unser Gesicht nach draußen und auch unser Gesicht zu den Investoren, ja, in der neuen börsennotierten Welt. Und jetzt so, wo langsam hier Weihnachten näher kommt, wollte ich einfach mal vielen Dank sagen. Dankeschön. Herzlichen Dank euch. Sag mal, hängt Markus denn immer noch bei in der Warteschleife? Schön, dass Sie bei Otto anrufen, Cornelia Weinis. Mein Name, was kann ich für Sie tun? Guten Morgen, Frau Weinis, Markus Ackermann. Ich bin einer der Vorstände der Otto-Gruppe. Ich wollte mich einmal bei Ihnen bedanken für den unermüdlichen Einsatz so in der letzten Zeit. Es ist ja unheimlich viel los gewesen in diesem Corona-Jahr. Gerne. Auch stellvertretend für alle anderen Kollegen, die da so an der Kundenfront arbeiten. Danke. Jo, tschüss. Tschüss. Warum habe ich die eigentlich gesiezt, ich Idiot? Sind denn die Männer schon in, sozusagen, hast du die unter Kontrolle? Die sind hier voll in Action. Hast du deinen Ausweis? Kannst du für uns bürgen? Hast du auch nicht dabei? Nein. Ich weiß nicht, ob die uns reinlassen. Sony, wir wollten Danke sagen. Wir wollten Danke sagen, dass du uns das ganze Jahr unterstützt. Die Paketshop-Entsorgung machst, den Campus versorgst. 28 Jahre. 28 Jahre. Super. Schönen Tag, schöne Woche. Gleichfalls. Danke. Tschüss. Ihr habt ja die Stellung hier gehalten, auch als kaum jemand hier war. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Dankeschön. Wir freuen uns immer, wenn jemand kommt. Da sind wir immer ganz begeistert. Und wir freuen uns, dass ihr uns begrüßt. Gerne. Sorry, it's late. I have to go and catch my flight, okay? Take care. Have a safe flight. Bye. Hey, Jenny. Good to be back. I'm stalking people right now. All right, I'm Sergio. Who are you? I know you on a screen. Oh, on a screen. How long have you worked for Crane & Belfour now? 23 years. Oh my God. Yes. Knock, knock. Oh, the creative guys. How are you? Great. Actually, you know, from Hamburg, we also noticed that your business is doing great. So I just want to say a big thank you for all the hard work. Well done, guys. Awesome. Thank you. You know, happy holiday. Happy holiday as well. Yeah, happy New Year is a little early, but yeah. Still, all right. Thank you, guys. Hey. Hey. Thank you. Ist kurz vor Hollywood, oder? Wir will nach Hollywood. Netflix. Ich habe gehört, ihr macht heute Fotos. Ich möchte auch dabei sein. Ja, immer gern. Oh, wie schön. Ja. Ich muss noch nach Spanien. Good morning, Marta. Hello. I'm very surprised with this meeting. Yeah, I can imagine. Know me, but of course I know who you are in the company. So, Feliz Navidad for everyone in Spain. Ich wollte mal ein bisschen helfen, habe ich gedacht. Nicht nur Lenkungsausschuss machen. Ich habe gedacht, ich mache mal einmal mit euch heute operative Arbeit. Was haltet ihr davon? Hervorragend. Hallo. Guck mal, noch ein paar mehr. Guck mal, dann kann Peter gleich ihren Honig mitnehmen. Oh, schau mal. Erzähl ich jetzt jedem und sag, wir müssen zu dir Honig kaufen. Unbedingt. Funktioniert die Saftmaschine wieder? Ich bin ja einer deiner Platin-Kunden morgens. Ja, genau. Ne? Genau. Super, dass du die Stellung hältst. Ja, und ganz, ganz herzlichen Dank. Du kannst überall drüber gucken. Ja, logisch. Was denkst du denn? Ja, ich nicht. Ich wollte eure Call crushen. Gelungen. Vielen Dank, dass ihr Vielfalt bei Shigo unterstützt. Ich freue mich unheimlich über die Wertschätzung und über die Dinge, die du auch alle weißt über mich. Ja, nee, es stimmt. Ich habe eine Wahnsinnsleidenschaft für die Mangroves. Es ist für mich weit mehr als nur ein Job. Was machst du denn, wenn du den Bachelor fertig hast? Ich arbeite gerade dran, bei Otto zu bleiben. Richte mal deinem Chef und deinem Chefchef aus. Ich würde es ganz toll finden, wenn das klappt. Kannst du schnell dein Handy nehmen und ja, mich dein Restaurant zeigen? Ich sag, hier sind die Kollegen aus der Backstube. Die sind schon fleißig. Hier, Theke vorbereitet. Schön. Alles vorbereitet für unsere Kunden.
In dem Sinne kann ich mich auch vielleicht mal zum ersten Mal richtig bei jemandem bedanken, der weit über uns sitzt, dass man sich trotz einer Pandemie in dem Ausmaße in diesem Unternehmen sehr sicher fühlt. Hier ist keiner irgendwie mit dem Gefühl in den Lockdown gegangen, dass er wirklich Angst hat, gehen zu müssen. Von daher auch mal danke an die Richtung. Ich schätze dein Feedback sehr und vielen Dank. Ich wünsche was. Danke. Danke, Matthias. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben gerade gesehen, wie bunt und wie vielfältig die Otto-Gruppe ist. Und wir sind an den unterschiedlichsten Orten der Welt. Und trotzdem sind wir ein gemeinsames Team. Und gemeinsam haben wir in diesem Jahr wieder große Erfolge erreicht. Und dafür wollen wir euch wirklich ein großes, großes Dankeschön sagen. Gerade in diesen super anspruchsvollen und schwierigen Zeiten. Und wir als Konzernvorstand wollen euch gemeinsam alles Gute für das kommende Jahr wünschen, aber jetzt erstmal einige geruhsame Feiertage. Und das ist ein Grund, babam, du bum, plaplum. Ja! I like, I hate the second take. I hate it. Tschüss.